Gut. Hallo, hallo. Wir kommen zum zweiten Teil vom Canon Selfie CP910, glaube ich, heißt das Teil. Und zwar die Inbetriebnahme, beziehungsweise ich werde gleich versuchen, ein erstes Foto zu drucken. Das Handbuch liegt griffbereit. Mal sehen, wie das Ganze hier funktioniert. Als erstes packen wir hier mal die Farbkassette aus. Da steht hier oben, ich hoffe, man sieht das hier im Video, eine genaue Type. Einfach mal aufreißen. Ich würde mal sagen, es ist nicht sinnvoll, hier auf die gelbe Folie zu greifen. Hier ist auch ein hübscher Pfeil drauf, wie das Ding reingehört. Und zwar, das gehört hier auf die Seite rein. Open. Okay. Gut, ich glaube mal, hier wird es sicher interessant werden. Sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man hier die Folie sauber einfädelt und eben nicht knickt, so wie jetzt in diesem Fall. Kann man die vielleicht nachstellen? Wunderbar, okay. Gut. Das Teil hier rein, okay, hier ist eine Verriegelung. Deckel zu. Perfekt. Als nächster Schritt brauchen wir dann das Fotopapier, beziehungsweise eben diese Fotokassette hier. Das ist dieses Teil. Jetzt müssen wir wirklich die Kleber runtergeben. Okay, hier ist auch eine Beschreibung oben. Deckel drauf, Fotos rein, Deckel zu. Kann, glaube ich, nicht so schwer sein. Wir werden es versuchen. Ich mache gleich mal die erste Verpackung auf. Okay, hier ist so eine kleine Reißmarke. Damit das Ganze hier nicht allzu lange dauert, werde ich das Video dann ein bisschen schneiden. Das heißt, es werden hier ein paar Unterbrechungen drinnen sein. Das soll ja keine 2 Stunden dauern. So, okay, das Fach hier geht auf. Okay, alles klar. Hier kommt dann das Fotopapier rein. Deckel zu. Wunderbar. Ist hier noch eine Folie? Nein, das passt alles. Okay. Und dann kommt das Ganze hier. Das probieren wir jetzt gleich aus. Gespannt, von welcher Seite er das Papier nimmt. Wahrscheinlich von dieser Seite hier. Natürlich nicht. Hier wird das Papier rauskommen. Nein, hinten kommt es raus. Okay. Grübel, grübel und studieren. Okay, gut. Hier steht natürlich oben drauf. Das sollte man auch offen lassen. So, und jetzt da kann man, ich nehme mal an, dass hier da vorne. Okay, bis auf Anschlag rein. Perfekt. So, jetzt hat der nicht ganze Fotodrucker Platz, aber wir probieren es. Gut, als nächster Schritt schließen wir den Drucker jetzt mal den Stromanschluss an. Und es leuchtet ein Lämpchen. Wunderbar. Ich rutsche mal ein Stück runter. So, der Starten läuft jetzt in Echtzeit ab. Okay, die ersten Druckergeräusche sind auch schon zu hören. Ah, okay, jetzt kommen wir zu den Einstellungen. Ich glaube, man sieht hier ganz gut. Menü. Change Settings ist gut. Okay, das Papier wird passen. Randlos wird auch passen. Das lassen wir alles mal auf Standard. Wir werden ja noch die Sprache umstellen. Auf Deutsch. Hier gibt es den Pfeil zurück. Gut, okay, ich glaube, der Drucker wartet. Ich habe hier eine Speicherkarte. Werden wir hier probieren mal. So, ich probiere mal, dass man hier beides sieht. Was macht der Drucker? Wunderbar, okay, hier gibt es eigentlich ja, sonst nicht viel zu zeigen. Zoom hier mal ran. Na, okay. So, dann.
Wir können jetzt damit Edit den Bildausschnitt verändern. Was passiert hier mit den Pfeiltasten? Okay, das wird wahrscheinlich die Anzahl der Drucke sein. Ja, sehr gut. Okay, hier haben wir drei Fotos. Nehmen wir das einmal. Das nehmen wir auch einmal. Das auch einmal. Okay, er zeigt hier jetzt da rechts unten drei Ausdrucke an. Gut, wahrscheinlich kann man hier noch Edit, Ausschnitt. Ich probiere es jetzt einfach mal, oder? Wie kann man den verändern? Edit drehen, Gitter größer auf, Zuschnitt ändern. Ah, vergrößern, verkleinern. Okay, das geht hier mit den Plus-Tasten. Ich sehe schon, er zeigt hier nicht immer gleich alles an. Nehmen wir den oberen Bereich, okay. Bestätige mit okay. Gut, wir haben jetzt da drei Fotos. Drei Bildausschnitte, okay. Wir probieren's. Im Kasten. Okay, im Hintergrund passiert ja natürlich das Ganze noch einmal. Und jetzt da kann man, okay, hier diese, ich nehme mal an, diese Kante abreißen. Ganz ehrlich, das gefällt mir nicht. Hier haben wir so eine Risskante. Uiuiui. Ich glaube, ich muss da sehen, ob es da sonst noch irgendetwas gibt. Diese Kanten sind hier wirklich schön sauber, schön glatt. Und die Kante hier oben, wo man diesen Abschnitt hier abreißt, das ist einfach ja, rau, greift sich auch nicht wirklich gut an. Gefällt mir jetzt da nicht wirklich. Das zweite Bild. Gut, das Motiv soll euch jetzt da natürlich nicht ablenken. Auch okay. Und jetzt warten wir noch auf das dritte Foto. Im Bildschirm wird der Fortschritt angezeigt. Okay. Sieht gut aus. Eigentlich recht unspektakulär. Naja. Er druckt. Eigentlich muss ich sagen, also bis auf die Abrisskante jetzt da, feines Teil, unkompliziert, einfach zu bedienen. Der Rest sollte im Handbuch drinnen stehen, wahrscheinlich. Also man kann den Drucker dann natürlich auch an den Computer anschließen. Man kann auch über Wireless LAN dann auch noch drucken. Und ja, ich werde noch ein paar Sachen testen, probieren. Soweit eigentlich okay. Farben sehen okay aus. Video jetzt da, ja, sieht glaube ich recht gut aus. Fürs Erste bin zufrieden. Günstiges Teil, funktioniert ziemlich gut. Haut alles hin. Okay, in diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.